Bonjour. Merci, dass der Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. Zu Straßburg hat das Europaparlament über eine ganz wichtige Verordnung aufgestimmt, die alle Leute daheim betrifft, die ihr Gefühl haben, ein Auto oder ein Kamion, aber auch die Betriebe, die Dealer, für so ein Gefühl produzieren. Und da sind da über 30, wenigstens zu Lützburg, darunter so große wie Gudje zu Kolmarbirg. Worum geht es? Was tut Europa und das Europaparlament dazu beigedrohen, für das wir gerade an dieser Zeit kein europäische Gesetze machen, die Autoindustrie nach an eine mehr schwierige Situation ging bringen, wie das schon der Fall ist. Für ihr Staats erklären, als bei mir am Studio der Reporter von der Verordnung, mein junger Kollege Dr. Andreas Schwab, ich bin nicht Member von der Kommission für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, die diesen Vorschlag behandelt hat, aber ich habe aber mit ihm eng zusammen geschafft, für zu verhindern, dass wir immer in Europa Vorschriften basteln, mit denen weder die Leute noch die Betriebe leben könnten, unter dem Vorwand für mehr Sicherheit am Straßenverkehr zu sorgen oder mehr CO2-Emissionen zu produzieren. Vielen Dank, Andreas, dass du bereit bist, mit mir unseren Zuhörern und Zuschauern zu erklären, was denn jetzt auf die Autoindustrie einerseits und auf die Autofahrer andererseits zukommt. Worum ging es bei deinem Bericht? Es gibt zwei wichtige Bestandteile. Einer betrifft die Frage, wie es gelingt, mehr Sicherheit auf Europas Straßen zu bekommen. Bisher ist es ja so, dass vor allem große Luxuswagen über ein sogenanntes elektronisches Stabilitätsprogramm verfügen, das Unfälle verhindern hilft. Und wir haben jetzt vorgesehen, dass wir schon ab 2011 alle PKWs in Europa, alle neuen PKWs, serienmäßig mit diesem Sicherheitselement versehen. Das kann bis zu 35.000 Unfallverletzte oder Unfalltote verhindern. Und deswegen glauben wir, dass wir hier den richtigen Schritt an der richtigen Stelle gemacht haben. Aber mit den alten Autos kann man noch fahren. Solange sie fahren, kann man mit denen fahren, ja. Ja, aber es bringt etwas, wenn man sich ein neues Fahrzeug mit diesen neuen Vorkehrungen anschafft. Absolut. Es ist natürlich schwierig zu sagen, wie viel Geld damit eingespart wird, aber 35.000 Verkehrstote oder Verletzte im Straßenverkehr sind ein Argument, an dem man nicht vorbeikommt. Ja, ja. Ich war ja vor allem interessiert, was auf die Reifenindustrie zukommt. Wir haben ja in Luxemburg Goodyear mit sehr vielen tausend Beschäftigten. Und ich war auch dort und habe mich informiert und die hatten etwas Schwierigkeiten mit den Vorschlägen der Kommission. Du hast aber jetzt geholfen, dass diese Schwierigkeiten beseitigt werden. Richtig, ich erinnere mich noch genau daran, als du mir erzählt hast, dass du eine große Firma in Luxemburg hast, die genau an diesem Punkt Schwierigkeiten hat. Mhm. Wir haben ja gemeinsam versucht, das eine oder andere dann auch zu lösen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir die Reifen, die ja von den Verbraucherinnen und Verbrauchern als schwarze Gummis wahrgenommen werden, die aber innen drin sehr viel Technik haben, dass wir diese Reifen so weiterentwickeln, dass sie nicht nur weniger Rollwiderstand haben, also einfacher bewegt werden können und damit weniger Sprit verbrauchen, wenn sie am Auto montiert sind, sondern dass natürlich auch gleichzeitig die Autofahrer, wenn sie neue Reifen aufziehen, am Ende weniger Sprit verbrauchen und damit unterm Strich Geld sparen können. Und ich glaube, das ist eine positive Nachricht, die die zweite wichtige Botschaft dieser Verordnung enthält. Es bedeutet auch weniger Kosten, weil weniger CO2-Ausstoß, weil weniger Spritverbrauch bei den Autos. Ja, aber gibt es keinen Widerspruch, dass die Reifen also weniger Lärm machen sollen, aber sie sollen besser haften, auch bei Nässe? Kriegt man denn das in den Griff, diese kontradiktorischen Vorlagen? Also der Reifen ist rund, auch was die Bedingungen angeht, die gelöst werden müssen. Wir haben extra auch vom Parlament nochmals eine Studie machen lassen, um zu prüfen, ob das Thema Sicherheit bei dieser Verordnung die oberste Priorität genießt. Und wir haben festgestellt, die Sicherheit der Reifen leidet überhaupt nicht, wenn wir die Reifenhersteller auffordern, auch in puncto Lärm
und in puncto Rollwiderstand Verbesserungen vorzunehmen an ihren Produkten. Das kann alles gleichzeitig gelingen. Das kostet die Hersteller natürlich ein bisschen Geld, aber die können ihre Reifen dann auch ein bisschen teurer verkaufen, weil der Verbraucher am Ende ja Geld spart, weil er weniger Benzin verbraucht. Und das ist eigentlich unser gemeinsames Ziel. Ja, aber die Reifen, die machen ja mehr oder weniger Lärm, je nachdem, ob die Straße gut ist, der Belag in Ordnung ist oder nicht. Wie ist es denn damit? Das ist richtig. Da bin ich dir sehr dankbar, dass du das ansprichst. Es war nämlich ganz, ganz schwierig, die Mitgliedstaaten, die ja im Rat zusammensitzen, und der Rat musste dieser Verordnung auch zustimmen, ja, die Mitgliedstaaten dazu zu bekommen, zu akzeptieren, dass wir in einem Erwägungsgrund reinschreiben, dass die Verringerung des Straßenlärms nicht allein Aufgabe der Autofahrer sein kann, sondern dass die Straßenbaulastträger durch entsprechende Beläge dazu mitwirken müssen. Und das ist uns gelungen, da bin ich sehr froh drüber. Ja, aber ich habe auch gesagt, jetzt müssen wir in ganz Europa, müssen Karten erstellt werden, wie die Straßen sind. Ist das denn nicht eine wahnsinnige bürokratische Arbeit? Also ich kann mich erinnern, für die gemeinsame Agrarpolitik, als wir Olivenbäume bezuschussen sollten oder Weinberge, die rausgerissen werden, dann haben wir festgestellt, dass es in Griechenland nicht mal ein Kataster gibt. Und jetzt wollt ihr in 12 Monaten, dass erstellt wird, wie es mit den Straßen in ganz Europa ist. Also so ganz so ist es nicht. Ja, wir wollen die Kommission auffordern, ja, dass die Mitgliedstaaten stärker in die Pflicht genommen werden, aus ihrer Sicht dazu beizutragen, Lärmschutz, Lärmvorsorgemaßnahmen auch am Straßenkörper zu machen. Und das geht natürlich nicht ohne die Mitgliedstaaten, aber es gibt keine Aufforderung, dass jetzt in 12 Monaten sämtliche Straßen erfasst werden müssen. Ah, das habe ich aber irgendwo gelesen. Ist das nicht so schlimm? Nein, da kann ich dir... Was wir machen, ist, dass wir in den nächsten 12 Monaten die Reifen sämtlicher Art evaluieren. Es gibt ja große und kleine, schmale und dicke Reifen, um herauszufinden, bis wann die verkauft werden dürfen, die bis zum Jahr 2014 produziert sind. Ja, da müssen wir aufpassen. Dann, als ich bei Goodwill war, habe ich das auch herausgefunden. Das kann doch nicht sein, dass Reifen produziert werden, dann sind sie in einem Jahr, wenn sie nicht verkauft sind, sind sie nicht mehr, dann darf man sie nicht mehr verkaufen und dann müssen sie entsorgt werden, kaputt gemacht werden. Ich weiß nicht, das kann doch nicht sein. Nein, da hast du vollkommen recht, das wäre völliger Quatsch. Deswegen haben wir das auch verhindert. Es war nicht so ganz einfach, weil einige unserer Freunde und Nachbarn besondere Interessen beim Lärmschutz haben. Lärmschutz ist wichtig, das ist keine Frage, aber es wäre völlig unsinnig, intakte, rechtlich zulässige Reifen, die produziert wurden, einfach zu zerstören. Wir haben Übergangsfristen geschaffen, dass sämtliche Reifen, die einmal produziert wurden, rechtmäßig auch verkauft werden dürfen. Ja, das ist also wichtig. Und wie ist es denn, wenn jetzt die Autos mit all diesen neuen Instrumenten ausgestattet werden müssen? Was kommt denn da an Kosten, an Mehrkosten für ein Auto auf den Verbraucher zu? Also ich glaube, dass die Verbraucher unterm Strich sparen werden, weil 5%, bis zu 5% Sprit und Treibstoff weniger Verbrauch bedeutet erheblich bei jemand, der viel Auto fährt. Aber es ist richtig, dass natürlich dieses elektronische Stabilitätsprogramm und die verbesserten Reifen bis zu 200 Euro kosten können bei der Neuanschaffung eines Fahrzeugs. Aber sobald man eine gewisse Zahl von Kilometern fährt, rentieren sich diese Leistungen, weil eben am Ende der Treibstoffverbrauch so viel geringer ist. Also in Deutsch heißt das Reifendrucküberwachungssystem. Das muss jetzt in jedes Auto eingebaut werden. Und also ich kann sagen, Goodyear in Luxemburg, die machen ja auch sehr viel Forschung. Und als ich da war, habe ich mich überzeugen lassen, was die alles tun, um die Reifen besser zu machen, also resistenter, gleichzeitig, dass sie besser haften, aber dass sie auch weniger Lärm machen. Und du glaubst, dass die Reifenindustrie das schaffen wird, in den Übergangsfristen, die hier vorgesehen sind, um alle diesen Auflagen gerecht zu werden? Also ich habe selber sehr viel mit den verschiedenen Vertretern der Reifenindustrie gesprochen, mit Conti, Pirelli, Michelin und auch mit Goodyear und vielen anderen. Und die haben mir alle gesagt, natürlich, dass es für einige schwieriger wird und für andere leichter, aber sie haben mir alle gesagt, dass sie das schaffen können bis zum Jahr 2014, wo diese Verordnung für die Reifen in Kraft treten soll. Ah ja,
Das beruhigt mich. Vielen Dank, Andreas, dass Gerne du bereit geschehen. Warst, unsere Zuhörer zu informieren. Ja. Das ist ja ein sehr wichtiges Regelwerk in Europa, das aber dann auch im Interesse der Verbraucher, der Autofahren, aber auch der Industrie ist. Vielen Dank. Also, nicht so vielmals merci, dass ihr es nur geläuscht habt. Bis die nächste Woche.